Ja, moin! Und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 3. Im letzten Part haben wir eine richtig gute Quest absolviert. Real Talk, es war eine der besten Quests, die ich in der kompletten Yo-Kai Watch Spielreihe jemals gesehen und absolviert habe. Ganz grob zusammengefasst ging es darum, dass wir in der Schule Lenzhausen gewesen sind, den guten Reggie wieder getroffen haben und mit ihm zusammen einen sehr dramatischen Film gedreht haben, und zwar im Anime-Stil. Mehr verrate ich nicht, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, guckt unbedingt rein. Empfehlungen gehen raus. Heute werden wir uns um eine Quest kümmern, die eigentlich gar keine ist. Und was ich damit meine, darauf gehe ich jetzt ein. Ich bin so ein bisschen durch Lenzhausen gelaufen und muss ehrlich zugeben, ich habe kaum Quests gefunden. Eigentlich habe ich gar keine Quest gefunden, aber der gute Elgi hat mir auf Discord privat einen Tipp geschrieben am Rande. Einen kleinen Tipp am Rande, der aber eigentlich ziemlich lang ist. Es ging dabei um den Leitmaulfrosch und um genau den werden wir uns heute kümmern. Ganz kurz so zur Background-Story. Leitmaulfrosch ist jemand, der in der Waldberg-Kanalisation abhängt und rumchillt. Erreichbar ist dieser Kanalisationsabschnitt mit dem Flugzeug, mit dem Helikopter. Und wir sind da auch schon mal gewesen. Innerhalb des Let's Plays. Wir müssten da schon einmal gewesen sein. Nur jetzt werden wir nochmal reingehen, um uns das nochmal ganz genau anzugucken, was der denn von uns will. Damit wir auch so als Background-Story auch genau wissen, was wir hier zu tun haben. Ne? Auch wenn das, wie gesagt, keine richtige Quest ist, es ist eigentlich so eine Art, ja, mach eine Aufgabe, aber es ist eigentlich keine Quest. Erledige ein paar Dinge und schon kannst du mit Leitmaulfrosch in gewisser Hinsicht interagieren. Wir werden gleich sehen, was ich damit meine. Ich will jetzt auch nicht alles raushauen oder so, aber letzten Endes, Grüße gehen raus an Elgi, der mir geschrieben hat, was mit dem guten Leitmaulfrosch abgegangen ist. So, jetzt hier irgendwo dürften wir parken. Genau hier. Alles klar. So, genau. Jetzt direkt hier auf der anderen Seite, wie ihr sehen könnt, die Truhe ist auch schon geöffnet. Das bedeutet, hier sind wir halt auch dementsprechend schon mal gewesen. Sind aber nicht groß weitergekommen, weil wir nicht das Know-how hatten, etwas zu tun. Oder wir wussten halt nicht, was wir tun sollten, weswegen wir das Know-how noch nicht hatten. Ihr wisst, dass die Kanalisationen in Yo-Kai Watch 3 nicht mehr dreidimensional sind, sondern zweidimensional. Die haben sich halt komplett geswitcht und geändert, diese Kanalisation hier. In einer sind wir auch schon gewesen, und zwar in der Innenstadt-Kanalisation. Hier jedenfalls der gute Leitmaulfrosch. Du bist also zurückgekommen. Ich habe derzeit eine Gruppe von maskierten Schatten in meiner Herberge. Allerdings haben sie sich irgendwie in den Kanälen verlaufen. Kein einziger von ihnen ist noch hier. Wo sind sie wohl abgeblieben? Sie wandern bestimmt ziellos umher. Sprich mit ihnen, wenn du sie siehst. Und das ist die Aufgabe. Mit denen sprechen, wenn man sie sieht. Und jetzt ist die große Frage, wie sieht man sie denn? Das ist eine sehr gute Frage. Und da kommt der gute Elgi zum Punkt, denn er hat mir Folgendes geschrieben. Und falls du dir Fatih Blum holen willst, am Waldberg gibt es so einen Yokai. Keine Ahnung, wie der heißt, aber der sieht aus wie ein Frosch. Leitmaulfrosch, meinte er damit. Zu dem Platz musst du mit dem Heli fliegen und das ist der nächste zum Schrein. Haben wir eben gesehen. Der hat so eine Art Restaurant. Das ist ein S-Rang-Yokai und soll ein extrem guter Heiler sein. Jedenfalls, wenn du mit ihm gesprochen hast, kannst du erstmal nicht gegen ihn kämpfen. Du musst nachts alle Kanalisationen finden. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Und dort so Typen mit einer QB-Maske ansprechen. Wenn du alle angesprochen hast, kannst du gegen den S-Rang Frosch-Yokai, Leitmaulfrosch am Waldberg kämpfen. Die richtige Reihenfolge, in der du die Kanalisation aufsuchen musst, ist, und darauf kommen wir jetzt. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt in einer richtigen Reihenfolge etwas ablaufen müssen. Aber das ist das Ding. Das werden wir tun. Zuallererst, bevor wir jetzt überhaupt irgendetwas machen, müssen wir nach Amerika. Und zwar nach Soundmond. Da gibt es nämlich so einen Hund, den wir finden müssen. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber mir wurde geschrieben, man braucht so einen Rang D-Yokai, den du in Southmond findest, im Gras. Und um den werden wir uns erstmal kümmern.
und den werden wir jetzt erstmal anfreunden. Ich weiß nicht genau, ob ich ihn schon angefreundet habe, aber da ich mir nicht sicher bin, werden wir erstmal alle weitere absuchen. Ich denke, dass das hier so eine Grasstelle ist, die ich auf jeden Fall absuchen kann. Deswegen werde ich das Gebiet hier erstmal so ein bisschen resetten. Aber genau, also der gute LG hat auch schon mal so ein bisschen verraten, worum es überhaupt geht hierbei. Und zwar, dass wir verschiedene Geister, die der Leitmollfrosch als Geister bezeichnet hat, finden müssen. Und die haben wohl so eine Fuchsmaske auf, so eine QB-Maske. Und die müssen gefunden werden. Die richtige Reihenfolge werden wir uns gleich erstmal reinlunzen, aber ich werde mich jetzt erstmal um diesen Hund kümmern. Ich weiß nicht genau, wofür ich ihn brauche, aber mir ist auf jeden Fall klar, dass ich ihn für diesen Fuchsmasken-Yokai brauchen werde. Das ist das Ding. Jetzt müssen wir halt nur noch einen Spot finden, wo ich einen Rang-D-Yokai sehen kann. Das ist erstmal das Wichtigste von allem. Und ich weiß halt gar nicht, wo ich suchen soll. Und wo ich überhaupt anfangen soll und wo ich aufhören soll. Weil hier in Southmund gibt es ja sehr viele, ich sag mal, Grasspots. Auch hier, gerade an der Schule, gibt es sehr viele Grasspots. Und der Yokai, den ich suchen muss, ist wie gesagt ein Rang-D-Yokai. Und der chillt hier in Southmund irgendwo im Gras rum. Und ich denke, dass er das tagsüber tut. Hier war irgendwo ein Rang-D-Sign. Kann es sein, dass der auf der anderen Seite chillt? Wäre natürlich geil. Und ich hoffe, dass der auch da beim Grasspot ist. Warte mal, ist er... Oh nein, oh Gott, bitte nicht. Vinzicado, Verschnitt. Ich laufe dem jetzt nicht hinterher. Scheiß drauf. Das ist jetzt nicht das, was ich machen möchte. Ich hoffe, ich habe ihn. Ist das der Hund? Das ist er! Das ist er, den ich brauche! Ich glaube, ich habe ihn bisher noch nie angefreundet, weswegen es halt eh wichtig ist, dass ich ihn erstmal... Aha. Versuche anzufreunden. Es ist so ein Hund auf so einem Bobbycar, UFO. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Das werden wir gleich sehen. Wir werden auch gleich seinen richtigen Namen sehen. Das ist der Hund, den ihr und den ich auch brauche. Und zwar Cleffy Click. Auf seinem Autoscooter. Man kennt's! Cleffy Click gibt es dreimal. Er ist, wie gesagt, ein Rang D-Yokai und steht auf Hot Dogs. Kannibale, könnte man jetzt sagen. Eigentlich. Könnte man eigentlich sagen, dass es ein verdammter Kannibale ist, ne? Ich meine, der Typ, der isst sich einfach selbst. Was ist passiert? Wir werden aber auch gleich sehen, wofür ich diesen Yokai, wofür wir diesen Yokai insgesamt brauchen werden. Also ich habe keine Ahnung. Mir wurde nur gesagt, hey, wenn du zu einem gewissen Ort hingehen willst, Kanalisation, brauchst du diesen Hund. Vielleicht ist es wegen eines Siegels oder so oder wegen eines Rateschilds. Werden wir gleich alles sehen. Jetzt schillen sie mal ganz kurz jetzt. Fräuleins. So. Ich klicke mal eben auf den Befreunden-Knopf, ja. Kannst mit deinem Pedalo der Neuzeit kannst du verschwinden. Oder auch mitkommen. Ist vollkommen egal. Alles klar. Dann würde ich sagen, der geht an Borussia Mönchengladbach. Ich danke auch dich. Ich danke dich. Ich kann nicht mehr Deutsch. Ich danke dir fürs Zuschauen. Dieses Let's Plays, fürs Kommentare schreiben. Der geht raus an dich. Mhm. Und jetzt, da wir ihn gefunden haben, können wir uns auch endlich den wichtigen Sachen widmen. Oh. Oh. Sogar für einen Legendärer wichtig. Eventuell Fatih Blum? Weiß man nicht. Finden wir noch raus. Erstmal nach Blütenbühl. Das ist unser erster Spot. Jetzt geht's mit der Reihenfolge nämlich erst so richtig los. Der erste Spot, die erste Kanalisation, die wir besuchen müssen, ist die in Blütenbühl. Das ist das Ding. Und ich glaube, die habe ich noch gar nicht besucht. Von daher, lasst uns da mal hingehen. Ich weiß auch noch ganz genau, wo die ist. Grüße gehen raus an Yokai Watch 1 und 2. Mhm.
Und zwar genau hier müsste das sein, ne? Das müsste der Spot zur Kanalisation sein. Ja, richtig. Und hier sollte dann irgendwie jemand abhängen. Oh Gott, der Typ meint das ernst. Uff, Dini. Was soll ich euch morgen beibringen? Suchst du nur danach, wirst du es wahrscheinlich nicht finden. Wo in aller Welt könnte dieser versteckte Einstieg nur sein? Ja, keine Ahnung, du Schwein. Versteckter Einstieg. Der Typ rechts ist irrelevant. Es geht um ihn hier. Ihr seht, der hat eine Fuchsmaske auf. Und schaut euch seinen Körper an. Grau. Bruder. Guten Abend. Leider ist der Unterricht für heute schon vorbei. Aber, du bist kein Schüler, oder? Dann komm mittags nochmal wieder. Dr. Kloakes Kloakenverträge sind ganz schön erschöpfend. Oh, stimmt ja, ich habe euch etwas Besonderes zu erzählen. Der geheime Eingang in die Kanalisation ist irgendwo in der Stadt. Zum Beispiel eine Herberge, die von einem starken, doch sanften Yokai betrieben wird. Ich sollte eigentlich dort sein. Genau genommen muss ich auch bald los. Ich glaube, er meinte damit die Herberge auf dem Waldberg, ne? In der Kanalisation. Halt eben, wo Leitmaulfrosch chillt. Falls du die Herberge jemals besuchst, treffen wir uns vielleicht wieder. Aha, Kloakenverträge. Besonderes zu erzählen. Der geheime Eingang in der Kanalisation ist irgendwo in der Stadt. Meint er damit die Innenstadt? Aber selbst wenn, hätten wir diesen Ort ja schon mal gefunden. Schon länger her, aber wir wissen, wo die geheime Kanalisation in der Innenstadt ist. Oder er meint die auf dem Waldberg, aber sagt in der Stadt. Das kann auch sein. Also relativ verwirrend das Ganze. Man kennt's. Zweiter Spot der Kanalisation. Lenzhausen-Neudorf. Da müssen wir als nächstes hin. So. Lenzhausen-Neudorf, hinter der Schule. Dort brauchst du so einen Rang-D-Yokai-Hund. Also hier dieser Klick-Kleff. Den du in Southmoon findest im Gras. Alles klar. Hinter der Schule. Damit meint er wahrscheinlich diesen Geheimgang hier, ne? Ist das nicht sogar die Katzenjammergasse? Ne, die menschenleere Gasse ist das. Gibt es hier auch eine Kanalisation? Schaut mal hier. Rang S. Wieso auch immer hier ein Rang S, Rank ist. Also so eine Rang S-Sperre. Das muss ja wohl irgendwas mit Leitmaulfrosch zu tun haben, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Was ist eigentlich da hinten? Ist da irgendwas Relevantes? Würde sich Peinlager mal ein bisschen schneller bewegen. Die fette Sau. Da! Würde mir das auch in Erfahrung bringen. Ach nee, warte mal kurz. War hier nicht auch diese Wohnung von der einen? Wir haben ja mal so eine Erika-Quest gemacht und ich glaube, hier war irgendwie so eine Wohnung. Von diesem Pärchen. Ich kämpfe mit ihm. Ist ja eh voll egal. Ich glaube, hier gab es mal eine Quest mit Erika. Bei der wir in ein Haus gehen mussten und dort irgendwie belauschen mussten oder so. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ah, leckerer Boss, bitte sponsert mich, ihr Schweine. Jedes Mal 65 Cent bezahlen für so einen scheiß Energiedrink. Aber er schmeckt. Irgendwo hier war dieses Haus. Aber ist doch vollkommen egal, das tut ja nichts zur Sache. Jedenfalls das Rang-S-Schild. Das wird's erstmal. Oh. Ja, das Rang-S-Schild, das wir aktiviert haben. Nur wo müssen wir jetzt bitte? Ihr seht, es gibt hier keinen Weg. Also von daher, ich bin nicht gerade falsch oder so. Die Kanalisationen sind ja meistens betretbar durch irgendwelche Gassen. Und das ist eine solche Gasse. Ich lese es doch mal vor. Ja. Lenzhausen-Neudorf hinter der Schule. Also erstens, man kann nicht direkt hinter die Schule gehen. Das funktioniert so nicht. Es gibt hier keinen Weg, der uns da reinführt. Und wofür ich diesen Hund brauche, das ist mir auch nicht klar. Also, das hat er auch nicht erklärt, leider. Ist schade, wofür ich diesen Yokai gebraucht hätte und
Na, mir ist ja klar, dass ich verschiedene Kanalisationen besuchen muss, aber es gibt hier hinter der Schule von Lenzhausen-Neudorf keine Kanalisation. Gibt es nicht. Also von daher... Schwierig drauf zu kommen, ne? Oder gibt es hier irgendwie so eine Art Weg, über die Mauer zu kommen? Weiß ich nicht. Ich komme ja nicht mal irgendwie hier hoch oder so. Sehr komisch. Und hinter der Kanalisation, oder hinter der Schule würde ja auch ganz weit im Norden sein und nicht irgendwie hinter der Schule, also Richtung Süden oder so. Ja. Ich kenne einen Spot, oder ich kenne hier mehrere Geheimgassen, die uns in eine Art Kanalisation führen. Und ich glaube, die eine müsste hier sein. Und die Frage ist, sind wir dann überhaupt richtig? Ich schaue mal. Ne, hier. Genau, das ist die Katze der Magasse. Und hier waren wir, glaube ich, mal in diesem Haus drin. Tut aber nichts zur Sache. Wir müssen hier rein. Also, wahrscheinlich. Ich hoffe es. Aber das ist das Einzige, was für mich Sinn machen würde. Ich würde mich kaputt lachen, wenn das jetzt der richtige Ort ist, wo der Fuchsmasken... Yokai, Geist, was auch immer ist. Geschnitzter Bär. Lecker. Wie ihr sehen könnt... Ein Gullideckel, aber den können wir nicht aufkriegen. Hat das irgendwas hiermit zu tun? Ach nee, das ist doch bestimmt ein Rateschild hier, oder? Moment. Wenn ich... Rateschild. Okay. Erster wichtiger Punkt. Herziger Stamm. Fährt ein Mausauto, drückt gern Knöpfe. Ist nicht böse gemeint oder so. Nur wenn du mir Tipps geben möchtest, dann bitte auch so, dass ich sie verstehen kann. Hinter der Schule ist Richtung Norden. Richtung Waldberg. Menschenleere Gasse. Okay. Falls du beschreiben möchtest, dass du die Katzenjammergasse meinst, also die Gasse hinter dem Immerdamarkt, hättest du es entweder so umschreiben können, dass du nicht sagst hinter der Schule, sondern hinter dem Immerdamarkt. Okay? Hätte ich jetzt nicht 2 Minuten lang irgendwie dumm rumgesucht und käme mir vor wie der übelste Vollidiot. Aber ich danke dir für die Tipps. Nur so als kleine Kritik an dich selbst. Beim nächsten Mal eventuell ein bisschen genauer beschreiben. Ist ja nicht böse gemeint. Ich meine es ja gar nicht böse. Das ist alles cool. Nur, ne? Genauso wie ich sehr oft Kritik entgegennehmen darf. Okay, ich weiß den Namen auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wie heißt der Typ überhaupt? Ja, ich nehme sehr oft Kritik entgegen. Und das jetzt auch hier mit der Gegenseite, ne? Wo haben wir ihn? Jetzt darf ich erstmal seinen geilen Namen raussuchen, weil ich, nicht mehr nachschauen kann, wie er heißt. Ich muss halt ins Medaillon schauen, ne, weil irgendwo so, also es geht ja nicht mehr anders. Kühler Kakao, zack, zack, zack. Ich gehe mal bis zu den Herziger rüber, vielleicht ist es, ja, wäre vielleicht schlau, das mal zu machen, ne. Ja gut, Cliff Clef oder auch Cleffy Click, ne? Ist ja fast das gleiche. So, Cleffy Click, let's go. Ich war nah dran. Ich war nah dran. Nur wie gesagt, wenn ich dann halt irgendwie mich an diese Anleitung halte und wie gesagt, ich bin dankbar für die Tipps, die du geschrieben hast, und dann suche ich hier,
Und suche und finde nichts und bin in der falschen Gasse und komme auch nicht in diese Kanalisation rein, dann ist das wieder schwierig, dieses Rätsel zu lösen. Na? Daher versuch das immer so gut zu beschreiben, wie du kannst. Hinter der Schule, gut gemeint, nur du meinst vor der Schule. Hinter dem Immerdamarkt. So als, wie gesagt, kleiner Tipp, na? Dass wir hier Bescheid wissen. So, rufen wir ihn. Und dafür ist er auch gebraucht gewesen. Also gut. Komm raus, mein Yokai. Vorwärts, Kläffi-Klick. Yokai-Medaille aktiviert. Ich meine, Cringe. Jawohl. So, und der macht uns jetzt bestimmt hier die Gasse auf, oder? Den Gulli. Hier stinkt was. Irgendwas riecht schlecht. Ich werde klicken. Niemand kann mich aufwachen. Schön für dich, juckt aber nicht, lol. Hier muss ein Gulldeckel sein, den ich öffnen kann. So, was kannst du riechen? Ich bin glückbereit. Gulli, öffne dich. Klick. Alles klar. Ich habe gehört, wie sich etwas bewegt hat. Geh ruhig und schau nach. Es ist jetzt definitiv offen. Dank mir ist der Weg in die Untergrundkanäle frei. Ehrenmann. Danke, Kläffi-Klick. Brutz. Vielen Dank, Mann. Ja, also wie gesagt, Elgi, ich danke dir für den Tipp. Danke, Mann. Ah, guck mal. Jetzt musst du hier sogar gucken, dass du diese ganzen Scheißendrecks. Ach, Bruder, komm jetzt. Junge, ich drücke zweimal auf die Taste, aber es zählt halt nie, ne? Ist geil. Ist richtig geil. Ja, jetzt dürfen wir erstmal diese ganzen Blöcke entfernen, ne? Als wäre diese Befreundung von Kläffi-Klick und das hier hinkommen und das Suchen der richtigen Gasse nicht schon schlimm genug gewesen. Aber gut. Lol. Was ist das denn hier? Bruder. Ein Film? Gute Idee, ich will Popcorn. Hey, lass uns einen Film gucken, am besten einer mit vielen Monstern. Manchmal möchte man einfach nur laut schreien, ne? Ah! Ach, Bruder, warum? Ja, man kann die Frische wirklich schmecken. Ja, das schmeckt. Und da haben wir ihn auch schon, den nächsten Fuchs. Ah, nachts ist die Stadt wirklich am besten. Vielleicht mache ich kurz Pause. Was machen die überhaupt hier und warum sind hier solche Leuchtreklamen? Und wieso ist hier ein Eisblock, der nichts bringt, der nichts versteckt? Na gut, hier haben wir ihn. Den nächsten Fuchsmaskentyp. Wenn die Leute ihre alltäglichen Sorgen vergessen wollen, kommen sie hierher. Das ist die Neonstraße, obwohl sie eigentlich unter der Straße ist. Die Erwachsenen kommen hier oft auf dem Nachhauseweg vorbei. Was, du willst wissen, wer ich bin? Das ist ein Geheimnis. Jedenfalls muss ich los, Bruder. Leitmaulfrosch wartet auf mich. Danke, dass du mit mir geredet hast. Kein Problem, Brutz. Yeah. So, ja, das ist die Neongasse. Oder auch die Glitzergasse. Die sich nicht ausschließlich finden lässt durch die Quest. Durch diese Quest, aber die, ich sag mal, gerne dadurch geholt wird. Aber ganz im Ernst, so, wer kommt schon darauf, dass du hier am Rateschild Kläffi-Klick eingeben musst? Den kennt doch kein Schwein. Wow. Okay, nächster Spot. Nummer 3. Lenzhausener Innenstadt, hinter dem Einkaufszentrum, Sonnenrot. Abendrot. Und dort musst du in der Ecke mit der Dreamwatch-Yokai suchen, da ist ein Eingang. Ich glaube, ich weiß, welche Kanalisation er meint. Umschreibt, also das Ding ist, ich meine es auch wie gesagt nicht böse oder so, ne, ist alles cool. Aber er umschreibt das alles ziemlich komisch. Kann sich halt nicht an die Namen der Yokai erinnern oder an den Leitmaulfrosch selbst kann er sich auch nicht erinnern. Ist alles cool, ne, solange ich den Kontext verstehe, alles in Ordnung. Und ich was? Oh, das rote Kästchen! Wir machen es mal auf, obwohl wir es eigentlich gar nicht dürfen. Oder weißt du was? Wir sind Allmann. Wir machen das rote Kästchen nicht auf. Lass uns lieber nicht rangehen. Es klingelt weiter, oder was?
Warum? Bis ich gleich auf die Fresse fliege und dann geht das Kästchen auf. Ich sag euch das. Man kennt's. Gott, wir sind ja schon wieder voll lang dabei mit der Folge. Ach du heilige Scheiße. Dann müssen wir das zweiteilen hier. Na gut. So, hinter dem Einkaufszentrum Abendrot. Das dürfte hier sein. Ich denke mal, er meint die Gasse. Denn hier gibt es auch eine Kanalisation, die ich schon entdeckt habe. Von daher, lass uns da reingehen. Aber erstmal... Das schmeckt. Dann dürfte sich nämlich auch hier... Ich bin zwar nicht reingelaufen, aber... So, okay, es ist okay, ne? Ja, ist okay. Eigentlich dürfte er diesen Spot hier meinen. Eigentlich dürfte er diese Kanalisation hier meinen. Ich bin mir sicher, dass es in der Innenstadt... Ja, noch irgendwo eine andere gibt. Und wahrscheinlich meint er ja, meint er die auch. Nur wo, das werde ich dann wohl offscreen herausfinden müssen, weil ich nicht genau weiß, wie er das meint. Aber okay. Naja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Ja, also, hinter dem Einkaufszentrum Abendrot. Da soll ich es mit der Dreamwatch suchen. In der Ecke. Lass es mich nochmal ganz kurz rausfinden, ja? Vielleicht war da ja irgendwie etwas mit der Yo-Kai Watch zu finden, nur ich hab's übersehen und, naja, gucken wir mal kurz. Ich liebe das, wenn da einfach Yo-Kai in der Mitte sind, ne? Und du kannst halt nicht dran vorbeilaufen. Ist geil, ne? Ist geil, ne? Kann man sich in diesem Spiel nichts Besseres vorstellen, als in solche Billo-Kämpfe reingezwungen zu werden. Ach, ist das geil, Alter. Ne. Hier ist nichts, alles klar, dann suche ich mal offscreen danach und wir sehen uns im nächsten Part wieder und werden diese Lightmaulfrosch-Quest beenden. Auf Nacken von der guten Beschreibung von Elgi. Brutz. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und Feierabend.